Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal wieder Springfield. Und wir werden noch ziemlich sicher hier den fünften Preis noch schaffen. Aber leider nicht mehr den sechsten Preis. Also in dieser Folge meine ich. Denn ich habe hier oben noch ein paar. Ja gut, zwei Tagesherausforderungen. Haben wir ja so ein bisschen gespart. Dann müsste ich eigentlich hier fünften Preis freischalten, und da haben wir ihn auch schon freigeschaltet. 500 Edition Scratchy Geld. Jetzt haben wir schon 8600. Also ich könnte diese Woche das leider noch nicht ausgeben. Ich hatte viel zu viel zu tun. Ja, viel zu viel. Und hier sind auch mal Unmengen an Besuchern. Aber dann können wir das heute alles mal ausgeben. Vielleicht die schöne Rennbahn hier erweitern. Und hier die Diane. Bekomme ich wahrscheinlich noch so ziemlich sicher. Dann geht auch schon nächstes Mal der zweite Akt los. Okay, mit so einem kleinen Kind. Aber das kenne ich leider nicht. Gut, man muss auch nicht alles so kennen. Ein paar Donuts habe ich mir auch noch angespart. Die kann ich dann auch nochmal ganz gut ausgeben. Wie ich sicherlich bemerkt habe, ist es jetzt deutlich flüssiger. Deutlich flüssiger. Für mich auch, für euch müsste es eigentlich auch flüssiger sein. Wie flüssig es einfach nur ist. Das ist ein Gefühl, ein gutes Gefühl. Eigentlich mein uralt PC. Nicht mehr benutzt hier zum Aufnehmen. Sondern einen neuen, zusammengebastelten. Das ist jetzt ziemlich viel besser. Ziemlich besser. So ein Erlebnis hatte ich schon lange nicht mehr. Der PC war auch schon 8 Jahre alt. Da nehme ich dann noch meine Videos auf. So ein bisschen. Ja gut, kann man natürlich machen. Aber da stellen wir heute wahrscheinlich erstmal den Itch und Scratchy Banner her. Das bringt zwar nicht so viele Prozente für die Aufgabe. So, ja, die Aufgabe wollte ich vielleicht zuerst machen. Weil man dann vielleicht ein bisschen Bonus bekommt, aber naja. Stellen wir uns erstmal den Banner hier her. Das ist mal schon Stufe 3. Weil die Prozente werden wir heute wahrscheinlich ziemlich sicher die 20% erreichen. Das müsste eigentlich auch das Maximale sein. Kann man das hier vielleicht so hinstellen? Vielleicht ein bisschen weiter vom Eingang entfernt. Gibt schon einen Itchy und Scratchy Parkplatz. Okay. Sieht der anders jetzt aus? Sieht der jetzt anders aus als der normale Parkplatz, den man hier kaufen kann? Also, ich muss mal wieder suchen. Also ich finde natürlich nicht, da war irgendwas. Großer Parkplatz. Das ist ja riesig. Stell ich einfach mal hier hin. Also den muss ich nochmal umbauen. Den muss ich so ziemlich fett umbauen. Aber da steht da nur auf dem Schild Itchy und Scratchy drauf. Wie ich auf dem kleinen Bildchen da erkennen kann. Aber was macht man denn nicht noch alles? Man stellt ihn einfach mal her. Lohnt sich das jetzt? Ich weiß es nicht, ob sich das lohnt. 2000, das ist 2000, 2000, ver, 2000 solche Dinger da. Okay, schalte da hin frei. Ich weiß ja nicht, ob sich das so lohnt. Ich weiß es nicht. Aber die Wildwasserbahn, boah, die sieht ja auch mega geil aus. Also, da hab ich so richtig Bock. Ich weiß nicht, ob wir nochmal den Scratchy Parkplatz herstellen. Ich meine, dann haben wir wenigstens alles einmal hergestellt. Dann passt es. Dann bin ich zufrieden, dass ich jetzt alles schon habe. Mehr als 20% können wir wahrscheinlich eh nicht bekommen. Ermute ich jetzt einfach nur mal. Könnt ihr mal kurz schauen. Und dass sie hier nicht mal abstürzt. Das ist geil. Ich werde wahrscheinlich nicht abgestürzt, aber ich bin schon mal in diese Abstürzecken gegangen. Da ist nicht abgestürzt. Also das finde ich geil. Nur mal zu diesem Punkt hier. Alles mal war es wirklich schlimm. Da können wir hier das schon mal hinstellen. Vorher würde ich mich da bei den Highway hinstellen. Aber die passen perfekt zueinander. Dann passt es auch wieder. Aber 2000. Ich weiß ja nicht. 4000 kostet so eine Krankenstation. Also ich weiß nicht, wo wir heute gelandet sind. Aber ein Itchy Scratchy Ticketverkauf. Ja, 2 können wir uns mal
können. Können wir uns auch mal kaufen. Können wir dann auch hier hinstellen. Das sieht auch geil aus. Mit so einer Bombe. Wie ich schon gesagt habe, die Crafting-Preise, die sind mega geil. Aber gut, die anderen Preise sind nicht unbedingt so geil. Aber hier müssen wir uns jetzt mal irgendwann ausbauen. Und die hier stellen wir am besten erst. Bisschen weiter an den Rand hin. Im zweiten Akt wird es dann wahrscheinlich wieder gerade Landmarken geben. Hau ich mal zumindest. Weil ich habe ja leider nicht so viel Krusty Land Land gekauft. Leider. Ja, leider. So in dem Shop. Ich glaube auch wieder was Neues aufgetaucht. Wo man natürlich Donuts ausgeben kann. Natürlich, das mache ich auch gerne. Ich habe natürlich ja meine Donuts wie nix raus. Donutboot. Nee, das ist ein bisschen zu teuer. Krusty Lou Studios. Also nur 100 Donuts dann insgesamt. Das ist gut. Aber nach 32 Tage, da können wir uns Zeit lassen. Diggy Mel Scratchy ist neu hinzugekommen. Itchy's Minenfeld. Ja, aber das Cartoon Motel. Kann an Fahrgeschäften arbeiten. Das ist nicht schlecht. Wenn wir uns hier wahrscheinlich noch das Cartoon Model kaufen. Vielleicht noch eine Box. Ja, natürlich, die Box muss drin sein. Weil es immer mal wieder so ein paar schöne Charakter. Manchmal fällt es einem wirklich nicht ein. Nein, ich will leider keine 150 Dollar ausgeben. Aber ich muss die leider. Oh. Das finde ich geil. Jetzt habe ich beide angetippt. Ich war erst auf Abbrechen. Dann habe ich nochmal auf Ja gedrückt. Und jetzt ist beides markiert. Was passiert jetzt? Mal schauen, was das Schicksal will. Ach nee, jetzt haben wir nur 50 Donuts ausgegeben. War ja auch ganz unerwartet. Erst die Arbeit, dann der Whirlpool. Miss Maus. Okay, eine Aufgabe da auch. Die werde ich dann wahrscheinlich wieder hinten anhängen. Das hatte ich natürlich schon gewohnt. Es gibt auch Eventwährung. Na gut, dann machen wir das erst zuerst. Kommen wir noch mal eine Büchschen. Ich glaube, die Sommerkonzert-Überraschungsbox war das. Ich verbreite die auf jeden Fall. Okay, alles. Preisline-Promo. Promo. Oder die anderen Sachen, da ging natürlich alles. Natürlich, da kann man sich nicht ärgern. Chess Hole. Okay, den wollte ich mir eigentlich auch schon beim Homapalooza-Event. Wo ich mich gar nicht zurückerinnern will. Gar nicht. Nee, das geht einfach nicht. Ich mag es nämlich immer noch nicht. Ich sag, zu anderen Events. Da haben wir wenigstens nicht solche schlimmen Erinnerungen. Wir müssen wohl oder übel hier noch das kaufen. Bis ganz hinter und dann haben wir nochmal eine Reihe mehr. Aber kann ich leider nicht mehr. Weißt du, du spielst wirklich gut für jemanden ohne echte Probleme. Zahnfleischbruder Murphy. C-Promis. Okay, dafür mir noch etliche. Mit Lisa brauche ich da. Lisa rackert sich gerade am Eliminator ab. Will hier ein paar Prozentchen holen. Apropos Prozente. Da will ich dann mal wieder 200 Donuts reinstecken. Ich brauche nämlich hier die Prozente. Damit ich mir noch mehr kaufen kann. Natürlich. Das Krusty Land Studios will ich noch kaufen. Da will ich die Box natürlich noch leer räumen. Und die Überraschungsbox Krusty Land. Hey, vielleicht eine. Aber nur eine. Dann passt es auch schon wieder. Dann passt es. Da war hier die Rennbahn. Da wollte ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen was. Da können wir vielleicht so ein bisschen zickzack reinfahren lassen. Bräuchte ich jetzt aber mehr Kurven. Bisschen paar mehr. Okay, machen wir jetzt erstmal so. Fährt das hier so lang und dann wieder eine Kurve. Aber dann brauchen wir auch viel mehr Kurven. Dann müssen wir uns mal ein paar Kurven kaufen. Müssen wir dann echt machen. Ja, aber eine Kurve haben wir ja noch. Können wir hier das noch platzieren? Dann geht es da so rum. Das ist so jetzt mein Plan. Sieht es hoffentlich geil aus.
umbauen. Letztendlich will ich dann irgendwann anderes machen. Irgendwann anders machen. Irgendwann anders. Ja, das passt, glaube ich, schon. Deswegen würde ich hier noch 2 Kurven herstellen. Und dann passt es auch schon wieder. Den Rest sparen wir für Akt. Den Rest nur noch 700. Von 8000 auf 700 runter. Das geht zu weit. Ja, das geht viel zu weit. Sollen wir das noch hier primär hier hin? Ich glaube, mehr haben wir dann nicht. Okay, hier können wir natürlich vielleicht eins früher abzweigen. Haben wir hier auch noch mal ein paar mehr Strecken. Weil hier müssen wir natürlich... Okay, was kommt da raus? Einfach die Statue vom Premierminister raus. Kann man aber natürlich mal machen, dass sie einfach so rauskommt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die schon vorher da war oder wie das läuft. So, und dann würde ich einmal sagen, kommen wir jetzt zu den Dialogen. Hallo, ist da der Busverleih? Ich habe 5 Stempel auf meiner Busclub-Karte. Okay, Jungs, ich habe unsere Setliste fertiggestellt. Zuerst spielen wir unsere 2 Mini-Hits aus den 80ern. Dann die Songs von unserem Comeback-Album aus den 90ern, das niemand gekauft hat. Dann kommt eine 30-minütige Gitarren-Solo, damit die Fans eine Gelegenheit haben, auf die Toilette zu gehen. Zuletzt kommt dann Hoping for a Dream, der einzige Song, den sie wirklich hören wollen. Jetzt brauche ich nur noch etwas Abdeckband, um unsere Setliste am Boden festzukleben. Ich beginne sofort mit der Produktion illegaler Imitate ihrer Tour-T-Shirts. Alles klar, Jungs, der Bus ist bereit. Peter, du fährst die erste Etappe und am Steuer werden keine Nachrichten geschrieben. Shredder, wir wollen nicht auf Tour gehen. Mein Sohn spielt bei einem Theaterstück mit und ich will den Anfang nicht verpassen. Und ich will mein selbstgebrautes Bier verkosten. Das meint ihr nicht ernst. Ich mache nur eure üblichen Scherze, oder? Ihr meint es ernst. Ich fühle mich ganz schwindelig. Und jetzt werde ich euch auf meine Art ein paar Finanztipps geben, indem ich ein paar Rhymes raushaue. Habt ihr euer ganzes Geld schon ausgegeben? Könnt ihr eure Autopanne nicht mehr beheben? Spart von eurem Monatsgeld 5-10%. Ich bin so high auf Electrolyte, dass mich jede zweite Region töten würde. Jetzt muss ich meine bescheuerte Bandmitglieder nur noch von der Tür überzeugen. Hört mir zu und passt gut auf. Dann regen euch unvorhergesehene Kosten nicht auf. Ich stehe auf all meine Ränge und Dinge und die Hütte, in der all das steht. War schon immer ein Typ, der mit Kreditkarten einkaufen geht, aber wenn die Rechnung kommt, dann bezahl sie ihm nur, sonst kommt ein Haufen Schulden auf dich zu. Kreditkarten auszugleichen ist oberstes Gebot. Nur ein zinsenloses Leben ist ein Leben ohne Not. Lass Mikrofon fallen. Ich lasse mein Mikrofon, glaub, nicht fallen. Nee, das will ich jetzt echt nicht machen. Das super Mikrofon hier. Das ist wirklich nicht fallen. Heute bist du jung und frisch und wackelst mit deinen Hintern. Doch wenn du alt und fett bist, brauchst du Kohle zum Überwintern. Wenn dir deine Firma eine Zusatzrente anbietet, dann zahl noch heute ein. Dein Arbeitgeber zahlt denselben Anteil wie du. Was soll ich noch dazu sagen, Mann? Alle Leute, so gut wie neu, mehr Opfer für Abstecherei. Wie sich die 30%ige Mordrate wohl auf unsere Bewertung im Freizeitparkmagazin auswirken wird? Die vom Sender sind echt sauer. Die schicken eine Top-Führungskraft, die hier das Ruder übernehmen soll. Wir sind gerettet. Wie bitte? Die Einschaltquoten der Sender gehen seit Jahrzehnten zurück. Und sie glauben wirklich, deren Fernsehtante kann uns retten? Aber die sind unschlagbar gut darin, jegliche Schuld von sich zu weisen. Wenn es da draußen einen Sündenbock gibt, dem wir das ganze Debakel anhängen können, wird sie ihn finden, da bin ich sicher. Wir sind gerettet. Cartoon-Model, ... fertig ist das Cartoon-Model. Steige heute in Miss Mouse Geschäft ein. Die Statue von Roger Myers Thoreau wurde zu einem von Amerikas beliebtesten Entertainer errichtet. Beliebt? Wie viele seiner Filme machen Witze mit rassistischen Stereotypen? Dann war da noch seine Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für unamerikanischen Umtriebe. Aus seinem Hass auf die Gewerkschaft ganz zu schweigen, bis heute sind Trickfilme seiner grotesk unterbezahlt. Nein, lass die ruhig stehen. Ich meine ja nur. TGE's Mac Scratchies. Oder TGE Mac Scratchies und schiebe deine guten Fortsätze auf unbestimmte Zeit auf. Hallo, möchten Sie im Cartoon-Model einchecken? Was? Aber das ist ein Motel für Cartoon-Figuren. Richtig, Doppelbett oder 2 Einzelbetten. Sehe ich vielleicht wie eine Zeichentrickfigur aus? Ich, nun eigentlich ja.
Du bist eine 2D-Zeichnung. Ich bin ein echter Mensch in 3D. Kapiche? Vielleicht widme ich mich lieber etwas der Beführung. Zahnfleischbruder Murphy, ich dachte, sie wären tot. Oh, das bin ich. Aber ich wurde vom Himmel entsandt, um den Menschen von Springfield zu helfen. Warum hast du so lange gebraucht? Musikerprobleme. Du denkst, hier unten ist Alkoholsucht ein Problem? Dann solltest du mal den Gin im Himmel probieren. Köstlich. Na los, lass uns eine Runde zusammen spielen. Hol dein Saxophon raus. So, also das war's jetzt mal von den Dialogen. Und mir fällt gerade auf, bräuchte ich da überhaupt noch diese gerade Kurve? Nein, ich habe mir mal wieder was Unnötiges gekauft. Aber so kennt man mich. Erst kaufen, dann denken. So geht es echt. Hier sind die auch fertig. Aber wie gesagt, das spare ich dann. Jetzt kriegen wir hier schon 72. Okay, Miss Maus kann es leider nicht machen, aber die kriegt ja trotzdem Event-Währung für den Job. Können wir eigentlich nichts mehr machen. Außer, dass sie vielleicht noch ein paar Donuts bekommen. Es geht jetzt echt rucki-zucki als vorher. Also das mag ich eigentlich. Dann kann ich fallen und jetzt auch ein bisschen leiser. Neue PC. Wo gehen wir hin? Ich glaube links. Und das war natürlich richtig. Also es gibt ja manchmal gibt so... die mir nochmal ganz links sind. Ah, leider nicht. Und hier auch wieder nicht. Okay, aber dann würde ich einfach mal sagen, was ist hier von mir für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal. Und ja. Ciao.